So, jetzt geht es wieder weiter mit einem Frühstücksteilchen von mir. Und zwar zeige ich heute, wie man einen oder beziehungsweise ein Stück Camembert macht. Ich lasse ihn extra mit so einem kleinen Spalt offen, als wenn man ihn gerade angeschnitten hätte, wenn man das so kennt. Tür ein Dreieck oder fast Dreieck rausgeschnitten hätte. Ich habe mir gedacht, der gefällt euch vielleicht ganz gut. Und ich zeige euch, wie er funktioniert. So, und schon geht's los mit dem Camembert. Und zwar nehmen wir mal ganz normale weiße Wolle her und die Nadelstärke 2,5. Ihr könnt es auch gerne mit 2,0 machen, wobei ich sagen muss, 2,5, da wird die Größe eben so, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und ich finde, es passt genau richtig dann auf den Teller. Was die Kinderhände angeht, könntet ihr jetzt auch theoretisch ein 2,0 machen. Ist halt ein Stückchen kleiner, ist vielleicht praktischer für die Kinder. Müsst ihr entscheiden. So, und wir fangen mit einem magischen Ring an. So, ein bisschen mehr. Und in den machen wir 10 feste Maschen. So, erstmal fixieren. So, und jetzt kommen 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So. Und wenn ihr diese dann habt, ihr könnt gerne nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sicher, sicher. Dann einfach so wie gewohnt den magischen Ring zusammenziehen. So, Vorsicht, falls sich die Wolle ein bisschen eindreht. So. Und jetzt kommt etwas Neues bei dem Camembert. Normalerweise haben wir dann einfach in Runden weitergehäkelt oder mit einer Kettenmasche und dann weitergehäkelt. Und beim Camembert, dass man diese Form kriegt, häkelt man nicht in Runden weiter, sondern man wendet einfach ganz normal die Arbeit und geht quasi wieder zurück. Aber ohne, dass man am Schluss immer Luftmasche macht zur Wendeluftmasche. Die lassen wir weg. Wir wenden einfach immer nur die Arbeit. Und machen dann weiter. Und jetzt zum Beispiel haben wir eben jetzt diese 10 festen Maschen und wir möchten auf 15 hochgehen. Dazu, wie schon gesagt, Arbeit wenden und dann einfach zurückhäkeln, nenne ich das. Und zwar müssen wir in jede zweite Masche eine doppelte reinmachen. Das heißt, die erste einmal, eins, dann doppelt. Sind wir bei 2 und 3. Dann wieder normal. 4. So, dann wieder doppelt. 5 und 6. Dann wieder normal. 7. Dann wieder doppelt. 8 und 9. Dann wieder eine normale feste Masche. 10. Und dann wieder verdoppeln. 11 und 12. Dann eine normale feste Masche. 13. Und zum guten Schluss wieder verdoppeln. 14. 5, ne? 15. So. Falls das Loch da ein bisschen größer wird, einfach wieder zuziehen. So. Jetzt. Okay. Gut, also jetzt sind wir auf 15 festen Maschen. Und dann wenden wir einfach die Arbeit wieder und gehen wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt von den 15 festen Maschen auf 20 feste Maschen hoch. Und dazu verdoppeln wir jede dritte. Also 1, 2. Normal und die dritte wird verdoppelt. Und das Ganze machen wir fünfmal.
So, dann wieder. Eins, zwei und das dritte Mal wieder verdoppeln. Eins, zwei und wieder verdoppeln. Wenn ihr euch am Schluss nicht sicher seid, zählt einfach immer wieder, wenn ihr fertig seid, mit der Reihe nach. Und dann seht ihr, ob ihr richtig seid. Zwei und wieder verdoppeln. Eins, zwei. Und das letzte Mal. Eine feste Masche, wieder eine feste Masche. Und beim dritten Mal verdoppeln. So. Und die Reihe ist schon wieder fertig. Und man kann eigentlich schon so einen klitzekleinen Camembert erkennen. Zumindest die Form. Und den machen wir jetzt einfach schön groß. Und schon geht es wieder weiter. Von den 20 festen Maschen wollen wir auf 25 feste Maschen. Und dazu wenden wir wieder die Arbeit. Und machen einfach wieder weiter. Und zwar verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche. Das heißt, wir machen jetzt drei normale, eins, zwei, drei und dann wird verdoppelt. Und das Ganze machen wir wieder fünfmal. Also wir bleiben immer bei diesem Rhythmus mit fünfmal. So kommt man schön auf die ganzen Reihen. So, dreimal und dann wieder verdoppeln. So. Dann wieder eins, zwei. Schauen, dass ihr richtig schön in die Masche reinkommt. Drei. Dann wieder verdoppeln. Theoretisch könntet ihr auch feinen Garn hernehmen, aber ich finde, der Käse wirkt mit normaler Wolle einfach schöner. Das ist genau wie beim Spiegelei. Mit feinen Garn schaut es schöner aus, aber irgendwie. Mit einer dicken Wolle macht es doch wieder mehr her. Also es ist ja ganz verschieden. Also es ist Geschmackssache. Probiert es aus und dann seht ihr, was euch besser gefällt. So, wieder verdoppeln und das letzte Mal. No, jetzt. Eins, zwei, drei. Verdoppelt. So, jetzt sind wir auf 25 festen Maschen. Und jetzt wieder dasselbe Spielchen. Wir wenden das Ganze und verdoppeln jetzt jede vierte, sodass wir von den 25 auf 30 feste Maschen kommen. So, also wieder rein. Eins, zwei. Drei, vier, dann wieder verdoppeln und das Ganze eben wieder fünfmal. So, eins, zwei, drei, vier und dann wieder verdoppeln. So, und wieder eins. Zwei, drei, vier und wieder verdoppeln. So, zweimal brauchen wir es noch. Eins, zwei, drei, vier und verdoppeln. Und das letzte Mal. Eins, zwei, drei, vier und verdoppeln. So. Und wir sind auf unseren 36 festen Maschen. Und der Spalt hier dazwischen, der ist ganz normal. Bitte lasst ihn so. Das Kürzer wird nur ein Stückchen größer. Und
Ich zeige euch dann warum. Aber keine Sorge, das ist genau richtig so. So, jetzt wollen wir von den 30 auf 35 feste Maschen und dazu wenden wir wieder unsere Arbeit und verdoppeln jetzt jede sechste. So, also wieder 1, 2, 3, 4, 5 und die sechste wird verdoppelt. 1 und 2. So, das Ganze natürlich wieder 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder verdoppeln. Dann wieder 1, 2, 3, 4 und 5 und wieder verdoppeln. Ihr müsst wirklich nur aufpassen, dass ihr schön in die Maschen immer reingeht. So. Manchmal ist es ein bisschen eng. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. So, das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder zweimal. So, und jetzt sind wir auf 35 festen Maschen. Und jetzt geht es noch das letzte Mal hoch. Und zwar wieder die Arbeit wenden. Und wir wollen auf 40 feste Maschen hoch. Und dazu verdoppeln wir jede siebte Masche. Und das Ganze natürlich wieder fünfmal. So, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann wird verdoppelt. 1 und 2. Und dann wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder verdoppeln. So und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder verdoppeln. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und verdoppeln. So, und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder zweimal verdoppeln. So, geschafft. Und jetzt sind wir bei 40 festen Maschen und bei denen bleiben wir erstmal und machen drei weitere separate Runden, kann ich es jetzt nicht nennen. Drei weitere Reihen, sage ich einfach mal, indem wir einfach wieder wenden, 40 Maschen machen. Dann wieder wenden, wieder 40 Maschen wenden und wieder 40 Maschen. Also da machen wir jetzt drei weitere Reihen davon und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wenn ihr die drei weiteren Reihen gemacht habt, dann ist der Camembert jetzt schön gewachsen und schaut eben jetzt so aus. Der Spalt ist etwas größer geworden, aber keine Sorge, das macht überhaupt nichts. Und wir bleiben auch wie vor bei den 40 festen Maschen. Das Einzige, was wir jetzt verändern, ist, also wir drehen die Arbeit wieder um, wir wenden sie und machen wieder weiter. Und zwar wollen wir jetzt so ein bisschen nach innen gehen. Und deswegen machen wir diese Reihe jetzt so, dass wir nur ins hintere Maschenglied einstechen und eine feste Masche machen. Bedeutet,
eben Arbeit gewendet und eben nur nicht in das vordere, sondern nur in das hintere Maschenglied einstechen und eine feste Masche machen. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut bei der weißen Wolle, aber ihr wisst ja, die feste Masche besteht aus vorn und hinten einem Glied und wir stechen einfach nur ins hintere. Und da machen wir eben die ganze Reihe so, dass wir nur ins hintere Maschenglied stechen und eine normale feste Masche machen. So, lasst euch ruhig Zeit dabei, dass ihr auch wirklich es richtig macht. So. Da finde ich, da geht es mit der dicken Wolle auch ganz gut. So, wirklich Masche für Masche sich vorarbeiten. So. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen das für ein Camembert, dass er so quasi sich ein Stückchen nach innen wölbt und für die, wie soll ich es nennen, das ist quasi der Deckel vom Camembert, was wir jetzt gerade machen. Und durch diese Wölbung nach innen machen wir ein kleines Stück, wenn es der Deckel ist, kann man sagen, den Rand. So, aber das seht ihr dann gleich alles. So. Noch die letzten. Da schaut, dass ihr auch wirklich jede Masche mitnimmt. Wenn es ist, dann zählt nochmal nach oder zählt mit, dass ihr wirklich überall. Ah, jetzt hätte ich schon fast eins übersehen. Das letzte ist meist das schwierigste. So, jetzt hat. Gut, jetzt habe ich wirklich überall ins hintere Maschenglied reingestochen und man sieht einfach deutlich, dass es ein bisschen rausragt, ein bisschen anders aussieht. So. Und jetzt, wie gewohnt, einfach die Arbeit dann eben, also wenn ihr es fertig habt, einfach die Arbeit wieder wenden. Und wir bleiben nach wie vor bei den 40 festen Maschen und machen jetzt wieder ganz normal die Reihe weiter. Also wieder nächste Reihe mit 40 festen Maschen. Und zwar machen wir diese noch weitere viermal. Also vier weitere Reihen mit 40 festen Maschen. So, und so schaut das Ganze dann aus, wenn ihr die vier weiteren Reihen fertig habt. Eben nach diesen, nach der Reihe ins hintere Maschenglied folgen die vier weiteren Reihen mit den 40 festen Maschen. Und das ist das obere Teil quasi vom Camembert. Man kann sagen, theoretisch kann man auch als unteres Teil hernehmen, wie man möchte. Und man erkennt ihn aber recht schön jetzt hat. Und als nächstes folgt Folgendes. Und zwar machen wir ein Teil genauso nochmal. Wir machen wieder einen magischen Ring mit 10 festen Maschen und verdoppeln dann immer wieder und immer wieder. Sodass wir auf von 10 auf 15, 20, 25, 30, 35 und 40 kommen. Und wenn wir dann bei den 40 Maschen sind, machen wir diese dann eben wieder diese dreimal und dann stoppen wir. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann habt ihr quasi zwei Teile. Einen großen Teil und einen kleineren Teil. Und bei dem kleineren Teil, wie gesagt, wir stoppen dann. Und machen nicht mehr diese Reihen ins hintere Maschenglied und dann diese vier weiteren Reihen, sondern bleiben bei der Größe. Denn dann werden wir das nämlich zusammen häkeln. Dass das einen richtig schönen Käse ergibt. Das zeige ich euch gleich. Also dazu nehmt ihr euch eben dann beide Teile. Und schaut euch vorher an, welche Seite euch besser gefällt. Also bei dem größeren Teil, da merkt ihr, bei der einen Seite ist es relativ alles gleich
Und bei der anderen Seite ragt es ins hintere Maschenglied ein wenig raus. Da würde ich euch raten, dass ihr das außen lässt. Und beim zweiten kleineren Teil ist es wurscht. Schaut einfach, was euch besser gefällt. Ob von den Maschen, ob da irgendwie von einer Seite irgendwas komisch ausschaut oder vom Vernähen her, je nachdem. Und wenn ihr euch die Seite ausgesucht habt, dann legt ihr beides einfach wirklich schön aufeinander drauf. Schaut dann, okay, Ecke an Ecke. So schaut es dann aus. Beziehungsweise, mir gefällt das jetzt so besser. Ihr seht wahrscheinlich keinen Unterschied, mir fällt da ein bisschen was auf. So, und dann ist es eigentlich recht einfach. Ich fange jetzt mal bei der Seite an. Ich schaue, dass ich es richtig schön aufeinander lege und verbinde das alles dann, also bis auf den mittleren Teil, den lasse ich frei. Also wirklich nur von der einen Ecke bis zur anderen Ecke. Und dieses Loch, nenne ich es jetzt einfach mal, das bleibt frei. Und das andere verbinde ich eben mit Kettmaschen. Ihr könnt natürlich auch feste Maschen machen, aber mit festen Maschen habt ihr wie so eine kleine Beule, nenne ich es jetzt nicht, aber es ist so, es sticht so raus. Und mit Kettmaschen habt ihr es schön gleichmäßig verbunden und es ist wirklich, ich nenne es mal glatt verbunden und nicht so gewölbt. Also, ihr schnappt euch da die erste feste Masche. Dann beim anderen Teil die erste feste Masche. So. Genug Faden zum Vernähen lassen. Und dann einfach rein damit. Jetzt mal mit fixieren. Mit einer Luftmasche. So. Und dann einfach wirklich die Kettmaschen machen. Ich steche immer in die festen Maschen hinein. Ihr könnt komplett in die ganzen festen Maschen reinstechen oder ihr nehmt nur das innere Glied, was für euch lieber ist. Ganz ehrlich, ich achte jetzt nicht so besonders drauf und mache eigentlich immer die leichtere Form, indem ich durch die ganze Masche durchgehe und dann einfach eine Kettmasche mache. So, müsst ihr immer nur schauen, dass ihr gut durchkommt. So, und dann arbeitet ihr euch wirklich schön vor und immer schauen, dass ihr genug Maschen habt. Normalerweise, wenn es 40-40 sind, müsste es gut klappen, dass ihr wirklich Masche auf Masche seid und bis zum Ende der Reihe durchkommt. Solltet ihr doch aus Versehen irgendwo eine Masche zu wenig haben, ist es nicht so schlimm. Könnt ihr einfach in eine doppelt reinstechen und es mit einer anderen verbinden. So. Und ansonsten arbeitet ihr euch wirklich Masche für Masche vor. Probiert gern beides aus, wenn ihr möchtet. Eben feste Maschen und Kettmaschen. Macht einen Camembert so, einen Camembert so. Und dann seht ihr den Unterschied und das, was euch dann wieder besser gefällt, nehmt ihr einfach. Und da könnt ihr ruhig wirklich von Anfang bis zu Ende der Reihe das machen. Müsst nicht irgendwie Halt machen, weil Füllwatte gestopft werden müsste oder so, sondern wirklich vom Anfang bis zum Schluss. Ah, Kettmaschen, jetzt wollte ich gerade eine feste Masche machen. Das Problem dabei ist nur, wenn man jetzt die ganze Zeit feste Maschen gemacht hat, ist man das so gewöhnt, dass man dann gern eine feste Masche reinschmuggeln möchte, aber wenn ihr euch da konzentriert, dann geht das schon. Zeige es euch jetzt mal. So. Man kann das schön erkennen. Es ist wirklich schön glatt aufeinander. Richtig schön glatt und verbunden. Und schaut, glaube ich, recht schön aus. Dann wieder die nächste Kettmasche. So. Und wieder. Manchmal nicht so einfach durch beide durchzukommen.
besser. Am Schluss wirklich wieder schauen, dass Ecke auf Ecke schön drauf liegt. So. Und das letzte Stückchen. So. Und wirklich nur bis zur Ecke, denn das Stück, da kommt was anderes hin. Wenn ihr dann wirklich Ecke auf Ecke liegen habt, so, Faden lang ziehen, dann wieder abschneiden, Faden durchziehen, fertig. So. Und jetzt muss der Camembert nur noch vernäht werden. Und dann stopfen wir ihn schon mal ein wenig aus. So, jetzt habe ich den Camembert soweit vernäht und ein wenig Füllwatte reingestopft. Schaut, dass ihr nicht zu viel reintut, aber dass es schon gut gefüllt ist und dass ihr, wenn ihr ihn ein bisschen runterdrückt, es darf schon ein bisschen was rausschauen, aber nicht zu viel. So sich halt wie so ein richtiger Käse anfühlt, so in etwa. ihr könnt hinterher noch ein bisschen Füllwatte nachstopfen. Die Möglichkeit haben wir da noch. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, lassen wir das Loch nicht offen, sondern machen jetzt diese gelbe Schicht beim Camembert. So, und das ist ganz simpel. Wir nehmen jetzt einfach mal die Wolle und machen uns 19 Luftmaschen. So, ganz normale 19 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, und bei denen bleiben wir jetzt halt und machen jetzt einfach in festen Maschenreihen weiter und machen uns jetzt einfach 6 Reihen mit festen Maschen. Das heißt, wir gehen einfach wieder zurück. Wir machen keine Luftmasche zum Wenden, sondern gehen einfach wieder zurück und machen feste Maschen. Die erste Masche ist, also die erste Reihe ist immer die schwierigste bei den Luftmaschen. So. Wirklich schauen, dass ihr gut in jede Luftmasche reintrifft. So, dann einfach feste Maschen zurück machen. Und bei dem werden wir eben bleiben. Und dann noch weitere 5 Reihen machen. Und das kommt dann an den Käse ran. Wenn nur komplett weiß, könnte man ihn theoretisch auch machen. Gibt es ja auch oft zu kaufen. Die sind rundherum einfach nur weiß. Theoretisch könntet ihr auch eine ganz andere Farbe nehmen, aber ich finde dieses Zweifarbige, das sticht einfach besser heraus. Von den Gelbtönen könnt ihr natürlich variieren. Ich finde dunkle Gelb kann man es nicht nennen, aber es ist dieses, also kein helles Gelb, es ist schwierig zu beschreiben. Aber ich finde, es sticht dann einfach am besten raus mit dem Gelb hier. So. Schaut dann richtig schön aus, wie wenn ihr den Käse ein bisschen angeschnitten habt. Und dann guckt euch da entgegen. Wer möchte, kann ihn natürlich auch komplett rund machen. Also da habt ihr Möglichkeit über Möglichkeiten. Ihr könntet theoretisch drinnen auch wie so einen Blauschimmelkäse machen. Also tobt euch aus. Gut, und dann einfach die Arbeit wenden. Und dann geht's zurück mit festen Maschen. Und wie gesagt, macht jetzt noch 5 weitere Reihen und dann zeige ich euch, wie wir das an den Käse annähen. So, und das Ganze schaut dann so aus. Ich habe eben noch die weiteren 5 Reihen gemacht. Also insgesamt sind es 6 Reihen. Also man hat einmal die Luftmaschenreihe und dann eben noch die 6 Reihen dazu. Gut, und das Ganze kommt dann eben an den Camembert dran. So, jetzt habe ich das Stückchen gelb vernäht und jetzt geht es folgendermaßen. Ich habe den Camembert soweit gefüllt. Nachher, kurz bevor ich richtig komplett zumache, fülle ich noch ein Stückchen nach
Und jetzt haben wir eben die zwei Sachen. Dann holen wir uns einen gelben Faden und werden das Ganze jetzt an den Camembert annähen. Ich habe es schon mit Häkeln versucht, aber egal ob mit Kettmaschen oder Festmaschen, ob in Gelb oder in Weiß, es schaut, muss ich ehrlich sagen, nicht schön aus. Also man hat immer so einen Spalt dazwischen, dann wieder diesen komischen Strich. Es schaut furchtbar aus. Ihr könnt es gern ausprobieren, vielleicht könnt ihr es besser. Aber für mich ist einfach die beste Variante mit Vernähen. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euch das so schön mittig hintut. Okay. Und dann einfach an irgendeiner Ecke anfangen. Also ich fange jetzt einfach mal da hinten an. Und gut ist es, wenn ihr versucht, es ist nicht immer möglich, aber wenn ihr versucht, ziemlich ins hintere Maschenglied einzustechen und beim Käse ins vordere. Dann einfach mal durchziehen, etwas Faden überlassen zum Vernähen. So müsste jetzt reichen. Und das macht ihr jetzt dann immer wieder. Also dann nehmt ihr die nächste Masche, sticht wieder ins hintere Glied, beim Käse ins vordere Maschenglied. So, und dann vernäht ihr wieder. Aufpassen, dass sich der eine Faden nicht irgendwie reinschmuggelt. Und das geht dann eben wirklich rundum. Und kurz bevor ihr fertig seid, würde ich dann nochmal nachprüfen, ob Füllwatte passt oder ob ihr noch was nachfüllen wollt. Da habt ihr dann noch eure letzte Möglichkeit. So. Und wie ihr seht, es ist recht schön. Also ich finde es mit dem Gelben ist es am besten zum Vernähen. Und dann bemerkt man das kaum. Also man hat wirklich diese Grenze. Okay, hier ist das Innere vom Käse, da ist das Äußere, gelb-weiß, passt. Es funkt nichts dazwischen. Also es ist wirklich eine schöne Grenze gezogen und nicht irgendwie Farben vermischt oder sonstiges. Das war mir ganz wichtig. Also schön ordentlich, also so nach einer ordentlichen Arbeit aussehen. Wie gesagt, lasst euch dabei Zeit, dass ihr das schön in Ruhe vernäht. Und wirklich Masche für Masche vernähen. Da wieder rein. So, schön zuziehen. Und es hält, es ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst halt nur wirklich schauen und damit ihr zum Beispiel keine Löcher reinbekommt, müsst ihr wirklich schauen, dass ihr jede Masche erwischt. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das richtig schön zu. Kinder können keine Füllwatte rauszupfen. Und schaut dann wirklich gut aus. So. Das macht jetzt rundum. Und ich mache jetzt dann kurz ohne euch weiter. Und kurz vor Schluss zeige ich euch wieder, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt das meiste schon zugenäht. Und kurz vor Schluss lasse ich immer noch einen Spalt offen und schaue, ob ich noch Füllwatte nachfüllen muss oder soll. Für meine Verhältnisse reicht es soweit. Ihr müsst entscheiden, ob ihr genug habt oder ob ihr noch was reintun wollt. Und wenn es dann soweit passt, dann näht ihr das dann einfach wieder komplett zusammen, sodass wirklich alles zu ist. Wie gesagt, lasst euch Zeit dabei. Ich finde, es dauert fast schon am längsten, wie es den Camembert selber machen. Muss man wirklich schauen, dass man richtig reinkommt. Eben ins hintere Maschenglied. So. Jetzt mag der Faden bald nicht mehr. So.
So, wenn ihr dann zugemacht habt, dann die beiden Fäden einfach wieder vernähen und dann ist der Camembert schon so gut wie fertig. Wenn dann alles vernäht ist, dann hat man schön einen teils offenen Camembert. Ihr seht, es ist alles wirklich gut zu und je nachdem, ihr könnt so verschiedene Einwölbungen machen. Als wenn man ihn gerade aufgeschnitten hätte. Das ist gut, er ist ein bisschen formbar. Und ich finde, es schaut dann einfach richtig, richtig schön aus. Gut, dann hoffe ich, ihr häkelt ihn fleißig nach. Und wünsche euch ganz viel Spaß damit.